Alle miteinander, wir singen jetzt. Du kannst das Lied. Bald, bald ist schon Weihnacht. Bald ist Weihnacht. Halt, 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 da brummelt einer. Nur mal von vorne, bitte. Bald, bald ist Weihnacht. Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder wird gestört. Ja, ein bisschen schneller. Wir singen noch mal. Und? Bald ist Weihnacht. Wer ist jetzt da schon wieder gsi? Wie sollten wir da bis zu der Weihnacht fertig werden mit üben? Es geht doch nur noch ein paar Tage. Langsam soll es mit den Liedern schon klappen. Wir können doch an der Weihnacht nicht so einen Auftritt bieten. Nochmal von vorne bitte. Bald, bald ist Weihnacht. Wer ist jetzt da schon wieder gsi? Was macht denn ihr da? Hä? Oh, wir sind für die Weihnacht am Proben. Falls ihr zum Prediger gehen wollt, sind ihr da falsch. Dann müsst ihr raus um und beim hinteren Eingang rufen. Wir sind auf der Suche. Meine Frau, sie sehen ja, sie kommt bald ein Kind über. Aha, in dem Fall suchen die Spital. Das ist nicht da und es hat auch nicht gerade eins in der Nähe. Falls ihr zum Spital wollt, dann ist glaube ich das nächste in Uster. Ja, geht doch dort hin. Wir haben keine Zeit für solche Sachen. Wir müssen dringend weiterproben. Da ist der Aufgang. Auf Wiedersehen. So, jetzt können wir aber keine weiteren Störungen mehr brauchen. Wir singen noch mal. Kommen, geh Kätzchen ausstechen. Ich komme gerade, ich bin gerade fertig mit den Aufzugeben. Ich habe mich schon lange darauf gefreut, was es für Kätzchen gibt. Es gibt Zimtsterne. Gell, Mami, ich darf auch mitmachen. Diana hat gesagt, ich sei zugeschickt. Natürlich darfst du auch mitmachen. Aber geh zuerst noch die Hände waschen. Wieso? Weil wir keinen Dreck in den Kätzchen wollen. Okay, ich gehe ja schon. Wo ist Tatjana? Und wo ist der Rest vom Teig? Aha, hätte mir ja können denken. Komm, führe du Schleckmus. Ist schon gut. Ich bin keine Sache schuldig. Ja, und jetzt hast du das Gefühl, der Teig langt noch für alle? Weiss nicht. Nein, ich glaube, wir müssen nochmal einen neuen Teig machen. Nochmal einen Teig machen? Oh ja, das mache ich am liebsten. Also, dann könnt auch noch ihr die Hände waschen. Aber gell, Jana, das ist dann nicht Sinn von der Sache, dass man den Teig schon vorher isst. Wir wollen lieber noch ein bisschen Kätzchen haben. So, Cyril, könntest du bitte Mehl und Zucker bringen? Sophie, kannst du die Waage und Schüssel bringen? Jana, Eier und Butter stehen im Kühlschrank. Die Förmchen sind im Schrank. Ich hole dann noch das Wallholz und das Blech.
So. Sophie und Amy machen zusammen einen neuen Teig. Und Jana und Cyril machen mit mir den restlichen Teig auswählen. Wie viel Mehl brauchen wir? Ja, das ist die Waage und Schüssel. Da. Ich suche noch das Rezept. Schau, da könnt ihr schauen. Cool, darf ich es mal Holz? Ich will es aber auch. Nein, jetzt darf ich zuerst. Immer du, das ist unfair. Hört auf, streiten, es dürfen beide. Schau, so geht es am besten, Jana. Ihr müsst ein bisschen sorgfältiger rühren, sonst haben wir nachher die ganze Küche weiss. Cyril, nicht noch mehr schlecken, sonst haben wir am Schluss gar keinen Teig mehr. Amy, du musst ein bisschen vorsichtiger rühren, sonst haben wir dann wirklich keinen mehr. Nein, Jana, noch nicht mit den Förmchen. Sophie, deine Nase ist schon ganz weiss. Cool, Dava, wie nur kein Stress. Kannst du denn? In einer halben Stunde kommt der Papi und dann wollen wir zu Nacht essen. Eigentlich sollte die Zeit vor Weihnachten doch ruhig und besinnlich sein, aber jedes Jahr ist das Gleiche. Wer hat geklopft? Von wo sollten wir das wissen? Vielleicht ist es ein Christkindli. Haha, ich gehe jetzt schon schauen. Typisch, immer dann, wenn man es nicht brauchen kann, wird man gestört. Wer ist es, Sophie? Mami, die Leute haben geläutet. Guten Abend. Grüezi, ich sehe, wir kommen gerade ein bisschen umgelegen. Ja, wir sind gerade am Guetzeln. Ich brauche nichts und will auch nichts kaufen. Wir wollen auch nichts verkaufen. Wir wollten nur fragen, ob sie vielleicht ein Zimmer für uns hätten. Ein Zimmer, wie Sie sehen, habe ich 4 Kinder. Wir sind also ausgebucht. Ade miteinander und noch einen schönen Abend. Aber lass es gut sein. Wir sind dann auch willkommen. Ade. Was hättet ihr wollen? Ein Zimmer. Für was acht? Haben Sie sich bei uns schlafen? Sieht so aus, dabei muss ich mein Zimmer schon teilen. Was die angehabt? Rechte Hippies oder dann aus dem letzten Jahrhundert. Ich habe Schulterentuch von der Frau noch leer gefunden, aber hast du den Bauch gesehen von der? Die war dann schwanger. Ich weiss auch nicht, was das hätte sollen. Aber gleich ist Weihnacht und wir müssen jetzt noch die Guetzli backen, dass es auch danach schmückt. Ja, ich habe sie mit Scherz gern. Und ich die Mailänderli. Meine Liebsten sind Tirkel aus dem Mikro. Machen wir auch Spitzbuben. Josef, jetzt mag ich ihn wirklich nicht mehr. Mir tut alles weh vom vielen Rumlaufen. Meinst du, wir finden noch irgendwo ein Plätzchen? Schau, da vorne hat es einen Haufen Leute. Da hat es doch sicher jemand, der ein gutes Herz hat und ein Plätzchen für uns hat. Gott sorgt sicher für uns und deinen Sohn, den du im Bauch trägst. Schau, dort vorne ist ein Mann mit einem roten Mantel. Der lacht mit allen Leuten. Der sieht nett aus. Meinst du, wir sollen es dort mal probieren? Vielleicht haben wir ja Glück. So, liebe Kinder, sind ihr auch alle brav gewesen dieses Jahr? Ja, so wie Klaas. Ich war immer ganz lieb gewesen. So ist es recht, das höre ich gern. Hat denn auch jemand ein Sprüchli für mich? Ja, ich. Es dunkelt schon im Tannenwald und das Schnee liegt ganz grüßli. Der Klaas legt jetzt seinen Mantel an und schließt darauf noch sein Häuschen. Er holt den Schlitten aus dem Schaf, spannt das Eseli geschwind an, packt Säcke und Spitzer auf, die er für die Kinder haben muss. Heute, Rappeli, sagt er, es ist Zeit, der Weg ins Städtli ist noch weit.
Wir haben heute Abend gar viel zu tun. Heute Treppeli lauf artig zu. Wir sind die sechs so dick und schwer. Wir kommen dich ein bisschen über wer. Ich lese es alles ganz genau. Darum bitte Kinder, folgt auch. Prima hast du das gemacht. Du hast aber eine Belohnung verdient. Da hast du ein Mandarinchen und eine Hanflose im Sack. Danke vielmal. Ich weiss auch noch ein Sprüchli. Es ist aber nur ein kurzes. Darfst du natürlich auch sagen. So, Samichlässe, lieber Mann, darfst du auch ein Müsli haben? Das habe ich auch schon gehört, aber auch du hast eine Belohnung verdient. Das Mandarinli. Danke. Viertelchen vom Samichlaus von nur 5 Franken. Das ist durch Gelegenheit der Eltern, zum endlich einmal das Viertelchen mit dem Samichlaus für ein Fotoalbum zu haben. Oder auch für Götti, Gotti oder Grosseltern ist so ein Bildchen beliebt. Schon in 2 Stunden ist das Viertelchen auf meiner Seite und ihr könnt es mit dem Code abladen. Mami, ich will auch so ein Foto. Okay, da hast du 5 Franken, aber gell, lächeln. Ich will so ein Foto. Das freut mich. Schau, kannst du gerade zum Samichlaus herstehen? Lächeln, Samichlaus auch. Zu mir schauen. Tipptopp, das ist ein prima Foto. Suchst du gerade noch jemanden? Ich kann wählen. Aber sicher, auch verkleidete Erwachsene dürfen das Foto mit dem Samichlaus machen. Sie wollen sicher jetzt schon das Foto mit ihrem Samichlaus festgehalten haben, bevor ein Kind auf der Welt ist, oder? Also schön anstehen und lächeln. Das macht dann 5 Franken. Aber wir haben gar kein Geld. Was? Ihr habt kein Geld? Warum lasst ihr euch dann mit dem Samichlaus föteln? Das ist ja eine Frechheit. Macht, dass ihr fortkommt. Was haben die zwei wollen? Ich weiss auch nicht. Sie haben aber recht verloren ausgesehen. Aber gib mir doch das Zettel, dass wir die Heiche ins Bild abladen. So etwas habe ich auch noch nie erlebt. Du musst nicht traurig sein. Wir finden sicher noch ein Plätzchen. Excuse, wie viel Mineral darf ich bringen? Also 7, wenn ich recht zählt habe. Und sonst müssen Sie sich einfach wieder melden. Wir servieren Ihnen heute für Ihr Jahresabschlussessen ein feines Filet mit Bratherdöpfeln, Röslichöl und erdämpften Tomaten. Was für ein Wein darf ich servieren? Das Essen klingt wunderbar. Ich würde vorschlagen, ein Palacio Hermanos. Dann kann jeder einen Schluck oder 2 von diesen edlen Tropfen nehmen. Eine gute Wahl. Wir haben ja alle Grund zum Feiern heute. Wir dürfen auf ein gelungenes Jahr zurückschauen. Unsere Firma läuft fängt tipptopp. Wir dürfen einen rechten Gewinn vorweisen. Also wenn wir schon dabei sind, dann möchte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Wir sind mächtig stolz auf eure Angestellten und natürlich ein bisschen auch auf uns. Wir haben ein erfolgreiches Jahr hinter uns und das wollen wir zusammen feiern. Wir sind wie eine grosse Familie und darum möchte ich euch heute Abend noch einen grossen Dank aussprechen. Entschuldigen Sie die Störung, aber ich sollte wissen, wie Sie es viele gerne hätten.
blutig, halb oder ganz durch. Ich fasse es nicht. Wir sind gerade an einer Rede und dann noch Störung. Natürlich wollen wir ein Filet abholen, aber lassen Sie uns jetzt bitte. Entschuldigung, der Chefkoch wollte es wissen. Also wollen wir weiterfahren. Wo bin ich ja? Ah ja, beim Dank. Wir sehen das nicht als selbstverständlich. Und dass ihr euch so einsetzt. Verzeihung, hätten Sie vielleicht... Schon wieder eine Störung. Frau Büttli, haben Sie die Leute hier reingelassen? Beute heisst sie. Aber nein, natürlich habe ich die Leute nicht reingelassen. Hätten Sie echt ein Zimmer für uns? Darum sind wir so müde. Meine Frau ist darum schwanger. Und kommt bald ein Kind über. Aber bitte nicht da, gell Sie? Für das gibt es noch ein Spital, nicht das Geschäft für das Weihnachtsessen. Frau Büttli, kümmern Sie sich bitte um die zwei. Beute heisst sie, aber ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Warum? Wo sind die zwei Jahre? Sie sind weg, ist mir auch recht so. Dann muss ich mich nicht mehr um die zwei komischen Gestalten kümmern. Die haben ja ausgesehen wie aus dem letzten Jahrhundert. Und außerdem habe ich weder Zeit noch Platz im Moment. Jetzt wollen wir aber unser Weihnachtsessen geniessen. Hoffentlich ohne weitere Unterbrechungen. Darf ich schon servieren? Ja, gern. Wir stoßen alle auf das vergangene Jahr an. Also Prost. So, raus jetzt, sonst kann ich den Baum ja nie in Ruhe schmücken. Macht etwas für raus. Ja, wir gehen ja schon raus. Machen wir Schere, Stein, Papier. Okay. Schere, Stein, Papier. Ich habe gewonnen, aber das nächste Mal gehen wir. Schere, Stein, Papier. Jetzt habe ich gewonnen. Das ist langweilig. Nur weil du immer verlierst. Wer kommt da dort? Kommt noch Besuch? Sicher nicht. Heute feiern wir Weihnachten nur als Familie. Das hat Mami gestern gesagt. Sie will doch immer das erste Mal nur mit uns feiern. Morgen mit dem Grossmami. Ich bin richtig durchfroren und mega müde. Es wird auch schon gleich dunkel. Was sollen wir jetzt machen? Langsam fange ich auch an zu zweifeln. Warum wir uns niemand helfen? Keiner hat ein Plätzchen für uns. Keiner lässt uns rein. Schau, dort vorne spielen ein paar Kinder. Meinst du, wir sollten es dort mal probieren? Es bleibt uns keine andere Wahl. Sali Kinder, ist euer Papi oder Mami daheim? Ja, sie sind im Haus. Das Mami kocht und der Papi schmückt den Baum. Was für ein Baum? Denk der Christbaum, heute ist doch der erste Weihnachtstag. Weihnacht? Ja, da gibt es ganz viele Geschenke für uns. Mit wem redet ihr draußen? Eine Frau und ein Mann sind da. Grüezi miteinander. Grüezi. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir sind auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf. Es tut mir leid, aber heute Abend wollen wir eigentlich als Familie feiern. Und Platz haben wir auch keinen. Es ist ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Und den Festtag sind wir immer voll ausgebracht. Kinder, gehen fangen Sie aus. Es ist kalt draußen und wir wollen jetzt gleich feiern. Ah, lässig. Jetzt gibt es Schenkli. Was komme ich echt über? Und ich freue mich aufs feine Essen. Komm, Maria. Du musst nicht traurig sein. Wir finden sicher noch ein Plätzchen. Ich hätte Ihnen ja gerne geholfen. Aber nicht jetzt. Jetzt muss ich die Weihnachtssicht vorlesen, bevor ich dann das Essen auftische und dann die Geschenke auspacken. Haben jetzt weiss ich auch einen Jux einfallen lassen.
Wir haben ja selber ausgesehen wie Josef und Maria von der Weihnachtsgeschichte. Egal, jetzt mache ich mir nicht mehr länger Gedanken. Sonst verbrennt mir noch der Braten. Wer hat da geklopft? Ich kann gerade schauen. Nein, wart, ich gehe schnell, dann könnt ihr nachher gerade weiterspielen. Grüezi miteinander. Guten Abend, wir sind auf der Suche nach einem Dach über dem Kopf. Wir sind müde. Ich wäre wirklich froh, wenn ich meinen dicken Bauch ausruhen könnte. Ich sehe, sie sind schwanger und sie sehen beide recht erschöpft aus. Das sind wir wirklich. Dann bitte ich Sie doch reinzukommen und heute Abend unsere Gäste sein. Danke vielmals. Sitzen doch zu uns. Ich darf doch du sagen, oder? An diesem Abend sind wir doch alle eine grosse Familie. Natürlich, so lieb sind wir noch nie behandelt worden. Wen bringst du mit, Mami? Das sind zwei junge Leute, die die Nacht bei uns verbringen werden. Seht ihr, die Frau ist hochschwanger und braucht dringend ein bisschen Ruhe. Könnt ihr mit dem Ton vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen? Natürlich, ich kann mich auch leislich über meine Geschenke freuen. Aber es geht heute Abend ja nicht nur um Geschenke, gell? Wir wollen heute fest an Jesus denken und ihm unser Herz ganz neu aufmachen. Gell, Mami, das grösste Geschenk von der Weihnacht ist Jesus. Da hast du recht. Und für ihn wollen wir uns heute Abend ganz bewusst Zeit nehmen. Der Sira und der Ben haben uns gerade ein Musikstückchen vorspielen. Wollt ihr auch zuhören oder soll ich euch das Gästezimmer zeigen? Also ich bin schon mega müde, aber Musik habe ich gern. Ich höre noch gerne ein bisschen zu. Wir bleiben gerne noch einen Moment. Also Sira und Ben, fangt doch noch mal an. Wunderschön. Jetzt bringe ich euch ins Zimmer, wo ein grosses Bett parat steht. Ich bringe euch auch gerade noch etwas zu essen. Wie wenn ich es gewusst hätte, dass wir heute noch Besuch überkommen, habe ich viel zu viel gekocht. Oder wollt ihr lieber zu uns an den Tisch hocken? Ihr seid zu freundlich. Wir essen gerne etwas im Zimmer, damit wir nachher auch gerade liegen können. Ich hätte schon fast daran geglaubt, dass wir einen Unterschlupf finden. Alle Menschen sind in dieser Zeit gestresst und haben keine Zeit für uns gehabt. Danke nochmal viel, viel mal. Also, dann kommt doch mit. Das finde ich noch cool, dass ausgerechnet heute eine schwangere Frau zu uns kommt. Mir kommt es auch so vor, als ob da Maria und Josef mit Jesus zu uns da in die Stube kommen werden. Es wäre noch, vielleicht kommt das Baby ja noch heute auf die Welt. Heute ist aber erst der 24. Dezember. Jesus ist aber am 25. auf die Welt gekommen. Ist doch egal. Die Hauptsache ist doch, dass wir das Herz und die Türen für Jesus öffnen. Eben, das grösste Geschenk von der Weihnacht ist Jesus. Ich hoffe daran.
hinsitzen. Ganz herzlichen Dank, liebe Kinder. Ihr habt ja das genial gespielt. Und wenn ich mir vorstelle, dass Einzelne sogar heute Morgen einen Text müssen übernehmen müssen, alle Achtung. Und der Ben hat mir besonders gut gefallen, im Geschäft zu essen. Der edle Tropfen, den hat man nicht einfach stehen lassen, super gemacht, gell? Und die anderen dürfen nachher noch austrinken gehen, wenn er... Ja, super. Wir haben jetzt in der letzten halben Stunde Maria und Josef begleitet auf ihrer Suche nach einer Unterkunft. Es war ein mühsamer und ganz beschwerlicher Weg. Sie pflastert eigentlich mit vielen Enttäuschungen. Und nochmal, wir haben das sehr eindrücklich gespielt für uns. Man hat sich so richtig reinfühlen und auch merken, ja, unter Umständen sind wir da auch beteiligt. Denn die Geschichte wird ja nicht gespielt im alten Orient, sondern sie ist heute und jetzt gespielt worden. Ich habe mich dann so gefragt, ja, könnte das möglich sein, könnte das passieren, dass plötzlich so jemand vor der Tür steht? Und wie würden wir denn reagieren? Ja, was würden wir machen, wenn Menschen zu uns kommen? Hätten wir dann ein offenes Herz, eine offene Tür? Ich könnte mir vorstellen, bei diesen zwei hier, da würden wir sagen, ja, kommen doch rein. Kommen doch rein, kommen doch ein bisschen essen. Und wenn ihr kein Bett habt, vielleicht haben wir sogar noch ein Bett oder irgendwo eine Matratze. Wir nehmen euch gern auf. Aber wie sieht es bei dem aus? Würden wir das noch gleich sagen und gleich denken? Ich vermute, da wird es schon etwas schwieriger, weil man sieht es nur am Bild schon an. Der Mann schmeckt nicht mehr so gut. Finden die Menschen in der Not den Weg zu unserem Herzen? Ich habe gemerkt, bei uns vor der Tür stehen immer wieder so Leute, Arme und weniger Arme, und die hätten gerne ein bisschen Geld. Die einen, wie ich gemerkt habe, die hätten es wirklich nötig, und denen geben wir auch etwas. Und bei anderen habe ich mit der Zeit gemerkt, die nutzen die Situation aus. Die können einfach rufen und hoffen, dass vielleicht 20, 30 Franken überkommen. Das ist eine Zeit lang so gegangen. Aber wenn man nachher ein bisschen auf die Schliche kommt, dann hört man eher auf, Geld geben. Aber gleich die Frage an uns, ja, was machen wir, wenn so jemand an die Tür kommt und klopft und fragt? Haben wir ein offenes Herz? Findet es irgendeinen Platz bei uns? Oder die zweite Frage, die vielleicht fast noch etwas wichtiger ist, findet Gott in seiner Not einen Platz in deinem Herz? Vielleicht hätte ich die Geschichte jetzt heute Morgen mit diesen verschiedenen Bildern auch ein bisschen mitgenommen. Es hat nie einen Platz gehabt. Da drin sind Ausdrücke vorgekommen wie «bitte nicht stören» und «wir haben kein Bett, wir haben keinen Platz, jetzt ist der Moment sehr ungünstig, geht doch weiter, es ist kein Zimmer da». Und Maria und Josef, die haben gelitten. Erst bei der sechsten Anfrage hatten sie eine Möglichkeit zum Übernachten. Erst dort haben sie ein offenes Haus gefunden. Was jetzt interessant ist, bei der Weihnachtsgeschichte geht es ja eigentlich gar nicht um Maria und Josef. Und das hätte man ja im ersten Moment meinen, wo wir die beiden hier begleitet haben. Es sind zwar sehr wichtige Personen, aber an der Weihnachtsgeschichte oder in der Weihnachtsgeschichte, da geht es um etwas anderes. Und ganz am Schluss haben sie das sehr schön gesagt, es geht ums Baby, es geht um Jesus Christus. Und auch da stellt sich die Frage, findet Gott durch Jesus Platz in unseren Häusern, in unserem Leben, in deinem Leben? Das ist die Frage, die Gott beschäftigt, die Gott auch heute beschäftigt, jetzt in der Adventszeit. Findet er Platz im Leben der Menschen? Das ist auch eine Frage, die Gott sehr oft Not bereitet, wenn es heisst, du, wir haben keinen Platz, wenn die Tür wieder geschlossen wird und zugeht. Vor ganz langer Zeit ist ja der Engel Gabriel zu der Maria gekommen und er hat ihr gesagt, du wirst ein Kind erwarten und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Maria, das einfache Mädchen von Nazareth, kommt eine Botschaft von Gott über, kommt sogar eine Verheißung über.
eine sensationelle Verheißung. Sie wird den Sohn Gottes auf die Welt bringen. Unglaublich. Und ich könnte mir vorstellen, dass dort mal die Menschen und auch heute denken, ja, das ist nur eine Aussage von einer einfachen Mädchen, die sich das eingebildet hat. Aber bei dem bleibt es nicht. Bei der Geburt von Jesus kommen wieder Engel. Und es kommt wieder eine Botschaft von Gott. Und dort drin lesen wir, heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Haben wir aufgeschrieben, warum ist es denn Gott so wichtig, einen Retter in die Welt zu schicken? Warum ist es Gott denn so wichtig, Menschen zu sich zurückzuziehen? Er könnte ja für sich bleiben und wir könnten für uns bleiben. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Gott hat uns gern. Er tut es aus Liebe, weil er uns Menschen ganz näher bei sich haben, weil wir Menschen bei ihm am besten aufgehoben sind. Er tut es aus Liebe, weil er merkt, wir Menschen haben ihn nötig, wir brauchen ihn. Er tut es aus Liebe, weil er weiss, wir Menschen, wir finden bei ihm die letztendliche Erfüllung von dem, was wir brauchen und nötig haben. Und er tut es aus Liebe, weil wir Menschen für Gemeinschaft mit Gott geschaffen sind. Und darum scheut Gott überhaupt keinen Aufwand. Er hat so viel gemacht, er hat seinen Sohn geschickt. Wie aber reagieren die Menschen dort mal zu selber Zeit, wo sie das gehört haben und Jesus erst noch erlebt haben? Sind sie begeistert von ihm? Jubeln sie ihm zu? Nein, leider nicht. Oder höchstens für einen kurzen Moment. Das Resultat, das fällt ziemlich ernüchternd aus. Und der Johannes, der schreibt in seinem Evangelium, jetzt muss ich es weitermachen, doch obwohl Jesus unter ihnen lebte, erkannten die Menschen nicht, wer er wirklich war. Jesus kam in seine Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Jesus findet kein Plätzchen im Leben der Menschen und im Herzen der Menschen. Ganz ähnlich, wie wir es heute Morgen bei Maria und Josef gesehen haben, wie er das gespielt hat. Und das ist das, wo Gott eine riesige Not bereitet, wo ihn auch sehr traurig macht. Kein Platz bei den Menschen. Die Frage ist, wird es heute besser sein? Die Kinder haben ja eine Geschichte gespielt. Und aus dieser Geschichte hat man gemerkt, es ist eigentlich immer eine persönliche Entscheidung nötig. Wenn Sie sehen, bei der Chorprobe, da hat sich der Chorleiter entscheiden müssen. Oder dann bei der Familie hat sich die Mutter entscheiden müssen. Es war leider viel zu beschäftigen gewesen. Am nächsten hätte es der Samichlaus können machen und können sagen, ja, ich habe euch etwas. Am Schluss bei der Weihnachten wieder die Mutter oder der Vater. Es ist eine persönliche Entscheidung. Entscheidung nötig. Wenn du in den kommenden Tagen dich auf Weihnachten vorbereitest, vielleicht die Bilder geniessest, in der Stadt mit einer schönen Beleuchtung, vielleicht feine Gutschen essest, dann geht es im Hintergrund nur um eins. Es geht darum, dass an Weihnachten der Sohn Gottes auf die Welt gekommen ist. Es geht um Jesus, wo der Retter und das Licht von dieser Welt ist. Vermutlich wirst du in den nächsten Tagen auch noch Geschenke kaufen, um deinen Leuten Freude zu bereiten. Der Familie, Freunde, Angehörigen. Und da muss eigentlich immer eins im Hinterkopf bleiben. Es geht an Weihnachten um Jesus. Und wenn dann die Weihnachten vorbei ist, wenn der Alltag wieder einsteigt, wenn es wieder normal wird, wenn auch der Stress wieder einsetzt, irgendetwas im Arbeiten, daheim, im Haushalt, in der Schule, beim Aufgabenmachen, ist eins wichtig, dann begleite dich Jesus, wo es an der Weihnachten alles um ihn gegangen ist, dann begleitet er dich im Alltag. Dann wird er ganz nah bei dir sein und er möchte dir helfen. Und du musst ihm nur den nötigen Platz geben. Findet er bei dir eine offene Tür? Das ist mein Wunsch für den heutigen Tag, für die kommenden Tage, wo wir uns vorbereiten auf Weihnachten,
dass Jesus ganz viel Platz darf in unserem Leben einnehmen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Geschenk von Jesus. Danke, ist er der Wegbereiter zu dir. Zu dir, himmlischer Vater, der alles Leben in der Hand hat. Und danke, dass wir dürfen Jesus einladen ins Leben. Und wir möchten das auch bewusst tun. Jesus, komm du in mein, in unser Leben hinein. Nimm du da Platz. Du da reden und auch regieren und uns einfach den Weg zeigen durchs Leben. Danke, dass wir dich einladen dürfen. Amen.